Hallo, servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay, diesmal im T29 auf Lakeville. Nicht Murawanka, wie kommen wir auf Murawanka? Das ist nicht Murawanka, das ist Lakeville. Ja, es ist kein Begegnungsgefecht, es ist ein Standardgefecht, das heißt für mich ab auf die 1-2er Linie. Bin auch High-Tier, das heißt, da kann ich mich auch vorne hinstellen. Und die feindliche Hummel, ich hoffe, sie wird mich schön in Ruhe lassen oder schön daneben schießen. Wir werden sehen. Von der Aufteilung her, ja, 4 fahren in die Stadt, 3 nehmen die Viererlinie, was selten ist. Normalerweise schleichen sich dann nur 1 oder 2 rum und kein Heavy. Und 4 plus AT sind auf der 1-2er Linie und wir haben einen Basecamper. Optimaler geht es natürlich immer, aber man möchte nicht meckern, das passt schon. Ja, das Problem bei dem Panzer ist, der ist so irrsinnig langsam auf dem Gelände. Und da haben wir schon einen. Zack. Hat gleich kassiert. Ja, was kann man da in dem Fall machen? Man kann kurz hochfahren zum Scouten. Kann passieren, dass man dann abgeschossen wird. Ketten abgeschossen wird, dann zielen sie sich auf einen ein und du bist weg. In dem Fall bietet es sich gar nicht an, da ein feindlicher Scout schon da oben ist und die genau wissen, wann du kommen würdest. Und deswegen einfach warten, warten, warten und kommen lassen. Und schön reinballern. So, was haben wir auf der gegnerischen Seite? Einen VK, der ist jetzt gleich weg. Wir haben sie. Er ist weg. Einen Tiger P und einen T-25-2 Jagdpanzer. Die amerikanischen Jagdpanzer haben ja am Anfang immer alle... Oh, und den Black Prince. Black Prince ist mit dem T-29 auf gleichem Tier einer der Hassgegner, da er sehr gut gepanzert ist. Und ich seine Weak Spots nicht immer treffe. Deswegen werden erstmal die anderen rausgeschossen. Und ja, da muss ich erstmal voraustrauen. Ich stehe wieder sehr gut hold down, krieg keinen Schaden ab. Die Kettenschaden war von der Arti. Wundert mich aber, dass die jetzt keine weiteren Schaden gemacht hat, also sie mir schon saublöd getroffen haben. Und was ich beim immer eigentlich mache, ist Ketten ab. Ja, der BDR G1. Vor dem habe ich eigentlich nie Angst. Hab noch nie eine Situation gehabt, wo ich bei dem Angst haben müsste. Also auch nicht auf gleichem Tier. Bei ihm treffe ich ja dann, wenn er mit dem KV-5 drauf. Und der hat eigentlich keine Chance. So. Er hat sich jetzt so hingestellt, dass er mich treffen kann, aber auch so hingestellt, dass wir ihn schön abballen können. Weg ist er. Macht man so nicht. Es steht 6:1. Oh, und wenn sie auf dem Minimap steht, die Stadt ist von uns genommen und wir marschieren schon in die feindliche Basis ein. Das heißt, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich vorrücke. Ja, Black Prince, ich hasse ihn. Ich meine, da vorne ist das MG. Da müsste ich eigentlich durchkommen, mir aber scheißegal. Ich habe auf die Goldmunition gewechselt. Ich mache mir da jetzt weniger Stress mittlerweile. Wenn ich jetzt nicht beim ersten Schuss durchkomme, dann ist die Gefahr groß, dass ich beim zweiten auch nicht durchkomme, beim dritten und ich mit Punkte mache und deswegen Gold rein. Und selbst mit Gold komme ich da nicht immer durch, verdammt nochmal. Wie ihr seht, ich fahre das Match meistens ohne Gold. Willst du mich verarschen? Blöder Sack. Fahr zur Hölle. So, 2 gegnerische Panzer haben wir noch. Korrektur, einen. Und der haut ab, der möchte fliehen. Und dann kommen wir. Und wir nehmen die Basis ein. Und er sagt nein. Und ich komme. Und habe ihn vollgeladen.
Und Uno! Und ich sage ja! Und er ist weg! So, Stahlmann bekommen, Meisterschütze bekommen. Zweifach Tagessieg. Oh, das wäre fast ein 2000er Match geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 3000 Schaden ausgeteilt. Und 1300 XP wären es normalerweise gewesen. Potenzieller Schaden 2000. Bei 2000 Reparatur. Mei, die haben nur den Turm getroffen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, Panzermarsch!